Ja, hallo Mahlzeit, liebe Zuschauer, beziehungsweise guten Nachmittag und sonnigen gleich hinterher an dieser Stelle. Wir haben jetzt Freitag, den frühen Nachmittag, und hier ist vor kurzem hier beim DAX praktisch der Deckel weggeflogen. Wir sehen hier im Stundenchart, hier beim JFD Live Trading TV mit Blick eben auf den DAX hier in der JFD 24-Stunden-Indikation, den DAX mit seiner jüngsten Bewegung. Eben hier vor kurzem knallt es nach oben durch. Heute ist der kleine Verfallstag, sozusagen hier, also der Verfall der Terminoption der Futures hier am Freitag. Und hier betrifft dies nur Aktien und Indizes, beziehungsweise speziell den DAX, wie wir hier feststellen können. Das ist immer wieder ein Hinweis, der aber auch durchaus bekanntermaßen für Eruption sorgen kann. Also gerade an Verfallstagen ist eine erhöhte Wollazunahme keine Überraschung. Und ja, wir sehen hier beim DAX, der grundsätzlich natürlich in einer weiter aufwärts gerichteten Tendenz verweilt und auch hier natürlich neue Hochs in Aussicht stellte, einen starken Spike nach oben, der, und da kommen wir jetzt auch gerade mal zur Fuzzy-Logik des heutigen Morgens, sozusagen hier nicht erfasst wurde. Auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es eben hier eine Indikation dessen ist, was der Markt machen kann. Hier oben links sehen wir den DAX und den voraussichtlichen Verlauf, der hier eindeutig gen Süden tendieren dürfte, rein nach der FTSE und Pattern-Statistik, die hier auch die Saisonalität mit einfließen lässt. Und wir hatten das vorhin ja auch schon angedeutet, der DAX hat ja hier bekanntermaßen am Freitag einen statistisch schwachen Tag, hier mit nur 37% positiver Schlusspreise während der letzten 52 Handelswochen. Das ist signifikant schlecht. Also statistisch eindeutig ein schwacher Tag, aber heute gab es hier einen schönen Spike nach oben, der sicherlich auch viele Knockout-Produkte oder eben auch hier viele ja, Produkte, die hier am Terminmarkt oder auch dann gerade im Knockout-Bereich zu tun haben, hier gnadenlos abgefischt wurden. Also hier ist der Preis letztlich in diese Richtung gehievt worden, um gewisse Ziele zu erreichen, und sicherlich sind hier auch einige ja, Knockout-Trader, will ich sagen, hier auf dem falschen Fuß erwischt wurden, die jetzt hier sauber abgeholt worden sind. Der DAX jetzt hier nach diesem großen Spike nach oben, hier wieder aktuell im Rücklauf. Und jetzt darf man natürlich mal gespannt sein, wie der DAX sich jetzt hier noch über den weiteren Tagesverlauf am restlichen Handelstag verhält. Wir haben auch hier schon mal gerade die News gesehen, die jetzt hier am Nachmittag noch anstehen könnten. Wir haben jetzt hier nur noch aus Kanada eine Kleinigkeit und dann hier einen Einkaufsmanager-Index, der hier aber keine große Bedeutung aufwerfen dürfte, um hier wirklich nachhaltige Bewegungen an den Märkten zu initiieren. Schlussendlich ist der Markt dann hier wohl technisch getrieben, und wir haben den Spike nach oben gesehen, und wir haben hier im Stundenchart von DAX einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich hier natürlich an die anderen Aufwärtstrends anknüpft, einreiht sozusagen. Was wir jetzt hier machen können, ist wieder eine schöne Parallelprojektion hier an die letzten Hochpunkte. Da ist auch der Spike jetzt sozusagen inklusive, beziehungsweise das Überschießen nehmen wir jetzt einfach mal mit. Aber es lässt sich jetzt hier technisch ableiten, dass der DAX hier oberhalb dieses Bereichs, ohnehin des Supportbereichs, den wir heute über den Tag aufgebaut haben, mit kleinem Spike zum Eröffnungsopening, hier oberhalb dieses Niveaus bleibt der DAX grundsätzlich bullisch orientiert. Das heißt, hier bei Preisen über 10.970 Punkten sollte der DAX weiter bullisches Fahrwasser genießen und hier innerhalb dieses kurzfristigen Aufwärtstrendkanals durchaus weiter nach oben streben können. Interessant hierbei, dass wir unlängst ja beim DAX diese Projektion gemacht haben, hier von diesem Hoch zum Tief, das nach oben abgeknüpft ist. Jetzt interessanterweise hier genau dieses Level, was wir hier praktisch jetzt in Spike-Form, also hier von diesem Hoch ausgehend in Spike-Form gesehen haben. Ja, das ist jetzt ein klassischer schöner Zufall oder aber eben eine passende Projektion, wie man es interpretieren will. Schlussendlich wurden hier Preise über 11.100 keinesfalls ausgeschlossen, und der DAX, wie gesagt, jetzt sehr, sehr bullisch. Wenn wir denn über 11.000 Punkten aus dem Wochenende gehen, dann dürfte sich auch für die kommende Woche, da schauen wir gleich mal auf den Tageschart, hier durchaus ein weiter bullisches Bild darstellen. Wir haben hier den DAX im Tageschart-Intervall, und unlängst eben aufgrund der Stabilisierung hier oberhalb von 10.600 Punkten wurde schon erwartet, dass wir hier sicherlich kurzfristig direkt weiter nach oben drehen können. 10.850 hier eines der nächsten Level, die wichtig waren. Und da hat sich der DAX während der vergangenen Tage eben auch hier dann wieder stabilisiert. Jetzt haben wir den Ausbruch nach oben gesehen, und das nächste Ziel lautet hier einfach, und es bleibt weiterhin existent, das Niveau um 11.350 Punkten. Wenn wir das heute nicht mehr erreichen, dann wahrscheinlich in der kommenden Woche, solange wir oberhalb von 11.850 Punkten bleiben, sieht das gut aus, dass der DAX hier eben entsprechendes Potenzial hat, weiter nach oben anzusteigen. Wir nehmen auch hier mal den kurzfristigen Aufwärtstrend, auch den wir hier schon im Stundenchart, hier diesen
den wir schon im Stundenchart drin haben, jetzt auch hier mal auf und dürfen eben sagen, oberhalb von 10.970 Punkten, beziehungsweise hier wäre der kurzfristig aufwärts, diese Kerzen, das ist ein etwas längerer, oberhalb von 10.970 Punkten, oberhalb dieser Trendlinie auf Tagesbasis, die hier bei 10.920 Punkten verläuft, bleibt der DAX bullisch. Ja, das muss man einfach sehen und insofern scheint sich hier eine weitere positive Tendenz anzudeuten. Denn jedes neue Hoch, jedes neue Allzeithoch, jedes neue Verlaufshoch zieht natürlich Aufmerksamkeit und neue Käufer nach sich. Und da dürfte jetzt auch hier die Saisonalität mit Blick auf die nächsten 40 Tage vielleicht nur für kurzen Unmut sorgen. Aufgrund der jüngsten Bewegung scheint natürlich immer mal wieder eine Konsolidierung denkbar. Aber Sie sehen hier, speziell ab Anfang März ist hier statistisch saisonal eine sehr, sehr bullische Bewegung zu erwarten. Also selbst wenn der DAX tiefer durchschnaufen sollte, wonach es kurzfristig jetzt nicht zwingend aussieht, sollte sich hier die weitere Tendenz positiv gestalten können. Und hier eben Ziellevel 11.050, 11.400 Punkte sind erstmal das nächste. Dann müssen wir sehen, wie der DAX sich darstellt. Wir sind ja hier innerhalb dieses großen Trendkanals seit Oktober letzten Jahres unterwegs und wir schleichen uns hier oberhalb dieser Trendlinie entlang. Und wenn wir hier eben wieder ankommen sollten im Bereich 11.350, 11.400, dann ist es sicherlich so, dass mal wieder eine Konsolidierung stattfinden sollte. Wir werden das hier im JFD Live Trading TV natürlich begutachten, bewerten, analysieren und hier am Ball bleiben. Jetzt schauen wir noch kurz auf die USA. Also was haben hier die amerikanischen Indizes währenddessen gemacht? Dann nehmen wir uns hier den S&P 500 als Leitwolf, als Leitindex mal auf Stundenbasis vor. Der zeigt sich relativ unbeeindruckt aufgrund des Verfalls hier in Europa. Wir haben aber hier eine Range. Das ist nicht untypisch für den S&P 500, aber eine sehr schön eingrenzbare Range. Wie wir hier sehen, unterer Bereich 2090 roundabout und oberer Bereich jetzt 2100. Das heißt, wir haben hier eine gute 110-Punkte-Range, aber wir haben auch von hier unten kommt, wir sind gerade im Stundenchart-Intervall, hier diesen Aufwärtstrend seit Anfang Februar. Und insofern, wenn wir oberhalb dessen bleiben, sieht es so aus, als würden wir hier nochmal die 2.1 heute nochmal anlaufen können. Das will ich nicht ausschließen. Ansonsten Obacht geben, wenn wir hier unter die Tiefs, das ist hier auch wieder die JFD 24-Stunden-Indikation, unter die Tiefs des gestrigen Abends, des Spätabends, beziehungsweise eben hier der Tiefs aus der European Session kommen, also sprich insbesondere diese Aufwärtstrendlinie seit Anfang Februar auf Stundenbasis durchbrechen, dann sollte auch nochmal ein Rücklauf in Richtung 2090 eingeplant werden. Doch sieht es aktuell nicht da so aus, nicht danach aus. Der DAX dürfte hier, beziehungsweise der S&P 500 dürfte hier im Zuge des DAXes wohl seitwärts aufwärts tendieren. Was hier nach oben hinaus passiert, muss man mal abwarten, aber oberhalb von 2100 Punkten dürfte hier sicherlich nochmal ein schöner Schub kommen. Und dann machen wir direkt nochmal so eine Projektion. Wir können wieder hier grob diese Range nehmen. Die fange ich jetzt nicht mal komplett ein, sondern einfach nur, um den Abstand zu messen. Wenn wir das jetzt mal hier oben drauf legen, dann würde sich theoretisch Potenzial bis 2110 Punkte während des heutigen Handelstags eröffnen. Schauen wir noch kurz auf den Wochentag selber beim S&P 500. Und da gehen wir jetzt mal direkt drauf und schauen wir, was der Freitag macht. Der S&P 500 generell in einem bullischen Fahrwasser. Wir haben hier eine Range von 20 Punkten im Schnitt zu erwarten. Also da dürfte auf jeden Fall das Niveau von 2110 Punkten möglich werden. Wir haben eine HOS seit 2009 hier am amerikanischen Markt und deswegen auch keinen Wochentag mit signifikanter Schwäche im Gegensatz zum DAX. Das ist ganz interessant. Aber auch hier wieder die Zeichen weiter auf Sturm. Achten Sie da kurzfristig drauf, was hier passiert. Oberhalb von 2095 bleibt die Lage rund bullisch. Oberhalb von 2100 wäre dann sogar das Niveau von 2110 Punkten Server. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für das JFD Live Trading TV heute und für diese Woche. Wenn Sie weitere Informationen wollten, schauen Sie einfach dann im JFD Desktop nach. Da gibt es nachher noch eine größere Analyse zu den DAX-Indizes, MDAX, SDAX, DAX, Normal, TechDAX. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende und ich hoffe, Sie hatten eine erfolgreiche Handelswoche. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian.